Die Nacht bricht herein, hier bei Let's Play Far Cry Primal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir hier diese tolle Hütte ausgebaut von unserem freundlichen Schamanen, Homie. Ach, wie er wieder sich gefreut hat, oder? Jetzt hier das Dorf, das wächst und gedeiht. Da freut sich doch das Herz eines jeden Dorfbewohners. Aishayu. Ja, Aishayu. Komm, willst du noch mit mir quatschen? Vielleicht freut er sich jetzt. Guarpati. La Gualtushi Dahata. Salwa, Winjati Balti Daista. Ja, ne, haben allen unsere Stärke gezeigt, ganz klar. So, jetzt haben wir das Ding ja ausgebaut. Allerdings, jetzt geht's nämlich los, unserer treuen Freundin da vorne, die wir ja schon ein bisschen besser jetzt kennen, hier das Hütchen zu bauen, die Behausung, müssen wir Hirsche eliminieren. Deren Hütte, die braucht Hirschfälle, die will so ein fancy Behausung haben, wenn der andere Boy Wolfsfälle wollte. Ja, in der letzten Folge habe ich mir auch das erste Mal ziemlich blöd hingelegt und bin gestorben. Das war eher suboptimal. Ja, ich bin da irgendwo runtergesprungen. Wer es gesehen hat, hat es gesehen. Ansonsten mal Folge schauen. Es war selten dämlich. So blöd muss man erstmal sein, Darata. Ja, verrat es bitte nicht weiter. Das hat doch niemand gesehen. Oh. Das sind Ziegen. Die will ich jetzt nicht. Ziegenpeter. Da vorne. Das ist auch noch ein Wildschwein. Das brauchen wir doch bestimmt auch noch für irgendwas. Ich will mal probieren, dem Kopfschuss zu verpassen. Boah. Jetzt aber. Hat sich erst erschreckt und gedacht, was ist denn da los? Und dann hat es eins abbekommen. Das tut mir leid. Jäger ist ja in Wirklichkeit nicht so meine Sache, sich auch so Trophäen an die Wand zu halten. Ich respektiere das natürlich, aus traditionellen Aspekten, aber ich weiß nicht. So ein totes Tier an die Wand zu hängen, finde ich jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Hm. Ich glaube, ich wäre viel, viel weniger Fleisch essen, wenn überhaupt Fleisch essen, wenn ich die Tiere selber töten müsste, denn dann ist selbst unser schöner Wolf hier. Oh, mein Kleiner, ja, da freuen wir uns. Erstmal, wir brauchen eine Streicheleinheit, ne? Ich habe ein Herz für virtuelle Wölfe. Also nur für diesen. Ich gebe zu, ich habe schon ein paar umgenerzt. Ja, ja. Für die Leute, die es jetzt wieder in die Kommentare schreiben wollen. Ach, schöne Vorstellung im Übrigen. So, jetzt müssen wir hier mal Hirsche finden. Bei Nacht ist das natürlich ein bisschen trickiger. Aber hier in dem Areal müssten die eigentlich sein. Das war hier gekennzeichnet. Oder sind die alle draufgegangen? Oder jetzt wahrscheinlich nachts nicht, ne? Toll. Habe ich mich nachts hier hingewagt und dann sind die natürlich alle, haben sich verzogen. Warte mal. Nee, haben sie nicht. Ist das jetzt eine Ziege gewesen? Ach ja, schade, es war nur eine Ziege. Na gut. Kann ich alles haben, ne? Wer geht denn da drüben lang? Das sind doch wieder Rotfüchse, oder? Diese Rothunde. Ja, komme ich jetzt aber so schnell nicht rüber. Obwohl, ich sollte dann ja wahrscheinlich echt... am besten Rothunde jagen gehen. Weil so schnell werden wir jetzt hier nichts mehr machen können. Jetzt weiß ich, was es sind, diese Säcke. Tasche voll mit Grünblatt. Und ich darf ja auch eins nicht vergessen. Genau, das mache ich jetzt mal. Weil es wurde mir jetzt bestimmt schon 1 Million Mal in die Kommentare geschrieben. Primitive Heilung. So, und ich habe sogar noch einen. Und da könnte ich mal gerade gucken, was ich hier noch machen kann. Wildkatzen zähmen. Boah, ist natürlich echt cool. Ein Leoparden-eigenen. Eule-Jägerblick. Hey, die Eule, die könnte ich auch nochmal zeigen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mit der Eule viel rumhantieren werde. Boah, obwohl die Eule-Angriff ist natürlich geil. Kann nun auch mächtige Elite-Gegner töten. Dann kann man mit der Eule da rumjoinen. Ich weiß nicht, schreibt doch mal in die Kommentare, was findet ihr am coolsten, was mir hier skillen soll. Hier unten haben wir noch weitere Optionen. Ich skippe das mal ganz kurz so durch, damit ihr seht, so, zumindest im Übrigen, was es hier alles geben wird noch nachher. Also es ist schon recht viel. Hier sind noch diese Sammelfähigkeiten. Gelände aufdecken, ja. Das ist halt jetzt auch nicht so. Die hat halt eher so Entdeckerfähigkeiten. Hier geht es um die Bestienfähigkeiten. Das sind so die Überlebensfähigkeiten. Die natürlich nicht verkehrt sind unbedingt. Verbesserte Gesundheit und so weiter und so fort. Das gehen wir jetzt nach und nach natürlich auch noch aus. Aber ich glaube, den investiere ich mal in Wildkatzenzähmen, weil das finde ich cool. Wenn man, weil das hat bisher am meisten gemacht. Ich könnte auch mal gerade die Eule rufen. Komm, ich mach das mal einfach. Nur mal so ein bisschen auch mal zu zeigen, das Gelände zu erkunden. Wir können ja auch hier mal ein bisschen rumspielen.
Man kann es bei so einem Let's Play, wo so viele Leute mitschauen, halt eh nicht jedem recht machen. Deswegen muss man das einfach so ein bisschen nach dem eigenen Gusto machen. Oh, was haben wir denn da? Also ein Wolf, und was jagt der? Ein paar Ziegen. Und so können wir dann natürlich direkt auch die Bestien senden. Da können wir die gegen einen eigenen Wolf kämpfen lassen. Will ich jetzt aber natürlich nicht machen. So, das Problem ist, wir haben ja wie gesagt nachts. Und nachts, da sind nicht alle Viecher am Start. Das bedeutet, eigentlich müsste ich mal die Rothunde ein bisschen Action machen. Ich kann übrigens nicht viel schneller fliegen, falls ihr euch das fragt. Also die ist eher so am Schweben. Aber damit hat man auch den Überblick. Vielleicht kann man schneller fliegen, wenn man nachher irgendwelche Skills hat. Das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man irgendwelche Skills bekommt, die den Spieler dann schneller fliegen lassen. Man kann sich aber auch nicht unendlich weit vom Charakter entfernen. Moment mal. Hier will ich nochmal den Jägerblick, weil hier waren ja diese Rothunde, zumindest eben noch. Und das waren 4 Stück an der Zahl. Das bedeutet, wenn wir die kriegen könnten, wäre gar nicht mal so verkehrt. So, die Eule ist zu weit von mir entfernt, aber das ist ein bisschen wie der Strömungsabriss. Ansonsten mache ich hier aber auch nicht viel mehr aus. Was ist denn hier? Alles. Ja, ja. Wenigstens wird es jetzt langsam wieder Tag, glaube ich. Oder zumindest, nee, es ist noch nicht wirklich Tag. Es wird noch ein bisschen nächtlich sein. Es ist einfach nur eine helle Nacht heute. Boah. Da hat sich noch ein Wolf angeschlichen, oder? Ja, das ist schon geil. Der Weißwolf vertreibt die Wölfe. Wer kommt da? Da sind sie. Komm schon, schnapp sie dir. Die müssen wir kriegen. Oh Gott, jetzt renne ich. Renn. Oh, ich war zu langsam, Mann, ey. Da habe ich mich mit der Steuerung verhaspelt ein bisschen gerade. Aber ich habe sie noch im Radar. Die Rothunde. Und die brauchen wir halt, wie gesagt, für den Köcher. Oder wir können sie zähmen, theoretisch auch. Da sind sie da vorne. So, du greifst den einen an, ich schnapp mir den anderen. Komm. So, den anderen schnappt er sich auch noch. Komm, den kriegt er. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Kann ich mich direkt schon mal den Rothund hier unter die Lupe nehmen. Wo ist er denn? Bestienkill. Hör, ich sehe gar nichts. Ah, da wird es glücklicherweise wieder Tag. Das bedeutet... Oh, da ist er. Mann. So, da ist die Bestie. Da ist der Rothund. Und das ist jetzt sehr praktisch mit dem Bestien. Das vereinfacht das Jagen halt auch ungemein. Wo man früher dann halt immer ewig ein Vieh nach dem anderen erstmal erledigen muss. Da kann man jetzt einfach mal einen Wolfi draufschicken und der regelt. Das war doch äußerst effizient, oder? Wo ist denn die andere Bestie? Müsste doch auch noch hier liegen. Aber du kannst mal, du hast echt was zur Belohnung verdient. Ja, ein bisschen Fleisch auf jeden Fall. Das hat er verdient. Das hat mich richtig gut gemacht. So. Jetzt können wir theoretisch wieder hier Köder machen auch. Oder, und da will ich mal drauf aus, mal einmal ins Handwerk reinlugen. Und jetzt haben wir 3, brauchen wir da sogar noch für. Also die haben wir auch gerade eben erst bekommen. Eingeweidetasche erhöhe ich mal. Dann hier den Köcher. Ja, mega. Haben wir richtig was hier am Start. Ohne Scheiß. Bin ich mal gespannt, was daraus noch wird. Far Cry ist ja auch bekannt dafür, dass man nach und nach dann auch noch irgendwelche Entscheidungen treffen muss, die einem das Leben nicht unbedingt erleichtern. Hier müsste doch irgendwo eine Tasche liegen. Irgendwas Beutemäßiges. Was ist das? Wieder nur eine Ziege, ne? Schade. Aber wissen wir wenigstens, dass die wieder zurück sind? Ich finde es nicht. Bin ich wieder blind oder was, ey? Da liegen auf jeden Fall irgendwelche Beutetaschen. Aber vielleicht ist sie auch unterirdisch oder so. Ich weiß jetzt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt ja keine Zeit dran verschwenden. Tasche voll, die können sie... Ah, da oben ist die. Ah, vielleicht hängen die auch in den Bäumen. Das wusste ich ja gar nicht. Okay, da muss ich das wohl da rauf pfeffern oder was? Bin ich immer gespannt, was da jetzt drin ist. Aua. Knöchel verstaucht, ein bisschen zumindest. Tasche ist voll mit Tierhaut, Tierfett und Pipapo. Gut. Sorry, da muss ich noch auf die Karte lugen. Und zwar jetzt wieder hier in diesem Bereich. Jagdschwierigkeit liegt bei Mittel, soll uns aber nicht stören, denn wir brauchen diese Hirsche. Heute ist echt der Jäger.
der Jäger an uns angesehen. Oh, oh, Hilfe, ich hänge fest. Oh, warte mal. Muss die Augen aufhalten. Nicht, dass er gleich... Ist das nicht ein Reh oder so? Nee, das sind alles Ziegen, oder? Kein Tier scheint sich für den Köder zu interessieren. Danach habe ich einen Köder da aus Versehen hingeworfen. Ich Depp. Mann, was mache ich denn gerade wieder? Gerade ich bin's verpeilt halt. Aber das ist auch, weil das dieselbe Taste ist. Man muss ein bisschen eine andere Kombo drücken, wenn man diesen Wolfi drauf losschicken will. Das wollte ich natürlich eben gerade machen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass es doch nur eine Ziege ist. Hier gibt es viele, viele Tiere hier. Da muss man erstmal unterscheiden. So, können wir mal ein paar herstellen gerade wieder. So, die Ködertasche haben wir auch erweitert. Pfeile können wir jetzt theoretisch auch mehr haben. Und das sollte ich auch mal machen gerade. Und jetzt sehen wir, oh, durch den Köcher können wir jetzt richtig viele am Start haben. Das uns natürlich beim Jagen durchaus weiterhilft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob am frühen Morgen oder zugleich in der Mittagssonne oder was auch immer gerade los ist, da nicht vielleicht jetzt irgendwo sich hier so ein Hirsch rumtreibt. Ist doch nur ein Hirschgeräusch, oder? Jetzt hat mir bloß das eine Ziege schon wieder. Man sieht es halt auch nicht von der Ferne. So, das ist ein kleiner Hirsch. Er kriegt die nicht. Er kriegt sich. Boah, die sind aber ganz schön am Flüchten. Ah, jetzt verstehe ich. Da ist ein anderes Vieh die Tour vermasselt. Oh Gott, diese Jagdfolgen, das ist eine Aktion. Ah, geil. Moment, wenn der den jetzt umgenatzt hat, können wir uns hier freuen und das Hirschfell von ihm abzocken. Komm schon, Hunde, helf mir. So, Keule und drauf los. Drauf. Schädel zertrümmert. So, beide Rothunde hier erstmal einsacken. Ein bisschen Fleisch. Nee. So, der frisst aber auch ein bisschen von selber. Und jetzt, da können wir uns natürlich jetzt ein Fass aufmachen fast. Da vorne ist es, die Leiche von dem Hirsch. Und dort brauchen wir jetzt Hilfe, Hirschfell. Leider kriegen wir da immer nur eins natürlich, das ist ein bisschen dämlich, aber was zu machen. Und da ist wieder irgendwas versteckt, da kommen wir jetzt aber auch nicht auf die Schnelle dran. Können wir dann nochmal irgendwas untersuchen? Das ist nur dieser eine Rothund hier. Ja, den haben wir noch nicht gehäutet. Komm, das mache ich auch gerade noch. Haben wir noch ein bisschen Fleisch. Sehr schön, da hat er gerade eben dran geknabbert, da wollte ich ihn nicht stören. So, jetzt sind hier noch weitere Hirsche. Komm, der kriegt ihn, oder? Ist das jetzt doch nur eine Ziege gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Weil die weiblichen, also die Rehe, die sehen den Ziegen auch ein bisschen ähnlich, muss ich ja mal sagen. Aber der ist verdammt flink. Ich glaube, das ist keine Ziege. Eine Ziege wäre schon längst draufgegangen. Oh Gott! Nein! Nein! Ich muss ihn zurückrufen. Nein! Gott, ich muss ihn irgendwie wiederbeleben. Gott, warum sind die so aggressiv, die Mammuts? Er war doch ein freundlicher Wolf. Er war ein lieber Wolf. Er war der Wolf des... Ich habe nie wieder einen vertrauenswürdigen Wolf kennengelernt. Komm hoch, Wolfi, komm hoch. Nee. Greifen wir uns jetzt wieder an die Mammuts. Eigentlich sind die doch friedlich. Nur wenn es blöd verhalten, dann greifen wir uns an. So, haben wir Hirschhaut noch ergattern können, immerhin. So, jetzt brauchen wir zwei gottverdammte Hirsche, dann haben wir's. Sorry, ey, diese Jagdfolgen, da mache ich nicht mehr viele von. Weil wir müssen es gerade durchziehen. Da, richtiger Hirsch sogar. Kopfschuss. Krass, habe ich den richtig übel erwischt. Aber so schlecht sind die jetzt auch nicht, oder? Ich weiß gar nicht, schreibt es in die Kommentare. Jagdfolgen, wie ihr die findet. Ob ihr es jetzt langweilig findet oder ob ihr es cool findet. Man braucht hier. Die sind, also sieht man, es fällt einem auch erstmal auf, wie gut getarnt so manches Tier ist.
Oder ist auch irgendein Ereignis gerade? Da. Sag nicht, der hat mich gesehen. Das kann ja wohl nicht sein. Da wird gerade irgendwer abgeschlachtet. Vielleicht sollten wir uns da mal einmischen. Okay, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir uns da jetzt mal einmischen. Ich glaube, da wird eine Frau überfallen. Okay, die greifen irgendwen an. Wir müssen ihr helfen. Keine Sorge. Wir sind hier, um zu helfen. Bodentreffer. Ach du Scheiße. Okay, du willst nicht mehr. Du willst nicht anders. Jetzt reicht's und jetzt wird aufgeräumt. Boah, voll verfehlt. Okay, da hat unser Kleiner schon wieder genug erledigt. Dafür kriegst du ein Stück Fleisch. Oh Gott, da greifen wir welche an. Sag mir jetzt nicht. Hey, wer ist da? Wer ist da? Das ist hier noch jemand. Das sind neue Dorfbewohner und so. Das war ein Vogel zum Glück nur. Cool, haben wir auch Fähigkeiten bekommen. Sehr nice. Können die natürlich ein bisschen plündern hier noch. Da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie jeden mitnehmen. Meiste Zeugs haben wir eh. Was jetzt interessant ist, sind halt eher die Utensilien wie Hirschhaut und so. Dann muss ich doch noch irgendwelche kriegen. Aber ich entferne mich langsam auch von dem Hirschgebiet wieder, glaube ich. So, ist jetzt aber erstmal egal. Wohl Hartholz können wir gebrauchen. Also sollte es auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Sie will nicht mit uns reden, oder? Ne, willst du nicht? Willst du nicht mit uns reden? Wir sind doch eigentlich ganz nett, also... Naja, scheinbar doch nicht. Findet uns irgendwie nicht cool. Ich weiß gar nicht, wieso. So. Fleisch haben wir dann noch bekommen. Okay, das ist wirklich... Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Kleiner, wir müssen uns hier entfernen. Wir sind hier, um Hirsche zu jagen. Das scheinen die aber auch zu sein, oder? Die jagen doch irgendwas. Aber was jagen die? So, kurzer Prozess. Was jagen die hier? Ziemlich cool, beide mit dem Pfeil im Rücken. Schöner Nackentreffer. So, die haben mal irgendwas erledigt. Vielleicht kann ich mich jetzt freuen und es ist echt ein Hirsch. Das wäre geil. Und es war eine Ziege, oder? Na super. Ne, Hirsch, geil. Man, die erkennt man aber überhaupt nicht, auch mit dem, wenn man so diese Marke anhat. Da vorne sind nämlich auch weitere Ziegen jetzt wieder. Okay, man hört aber auch noch einen Hirsch. Allerdings habe ich jetzt hier auch ganz normale Kopfhörer nur auf. Das heißt, kein übertriebenes Surround-System mit Nonplusultra-Erkennung, wo das Geräusch herkommt. Das hört ihr vielleicht viel besser, weil ich nehme auf jeden Fall so auf irgendwie. Boah, ist zum ersten Mal unser Hundi gestorben heute. Der Wolfi. Oh, 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 oh. Komm mal zurück. Wir müssen sich umsonst mit denen anlegen. Das bringt gerade nichts. Das nicht. Da ist es. Jetzt ist es soweit. Komm. Den coolste. Da sind ganz viele sogar. Wolfi, du schaffst es. Mach ihn platt. Der Wolf kriegt es tatsächlich nicht hin. Deswegen jagen die auch immer im Rudel. Sind nämlich stärker. So, wo sind die Typen, die mich hier hetzen? Kurz den Hirsch ausnehmen. Okay, jetzt muss ich mir in den Kampf einmischen. Kopfschuss. Dann kommst du auch noch dran. Yeah. Hast du gut gemacht wieder mal. Nee. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es war eine sehr effiziente Jagdfolge. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Hirsch. Fälle für die Hütte zusammen, damit wir das auch noch ausbauen können.
Man sollte also wirklich möglichst die Viecher alle mitnehmen, auch wenn man Herz für virtuelle Tiere hat. Es bringt dir in diesem Spiel nicht wirklich viel. So, hier nochmal reinschauen, bitte. Und das war halt, wie gesagt, mal so eine Jagdfolge. Nächste Folge machen wir dann, probieren wir dann ein bisschen mit der richtigen Mission weiter zu spinnen. Aber wir lernen ja auch gerade erstmal alles und dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn man so eine Episode mal hat. So, wir können jetzt natürlich auch, das haben wir jetzt gelernt, wir haben wieder auch einen Fähigkeitspunkt bekommen, habe ich eben gesehen. Wollen wir auch nochmal reinschauen, kommt, machen wir nochmal gerade. Was machen wir denn jetzt? Man kann ihn natürlich auch aufheben. Wildhunde zähmen und Wildkatzen zähmen. Was wäre dann denn? Große Raubtiere und hinterlistige Bestien. Das ist natürlich geil. Der Dachse, das ist echt... Ah, die großen Raubtiere, so einen geilen Mega-Löwen. Ein Säbelzahntiger. Das wäre doch mega cool. Eule, Jägerblick, Eulenbegleiter. Rufe deine Eule, Kundschaft die Umgebung aus, um Gegner zu markieren. Das haben wir ja bereits. Jägerblick haben wir auch. Waffenabwurf. Die haben wir ja noch gar nicht wirklich, diese Bomben. Eule-Angriff. Ja komm, das machen wir mal. Einfach nur, damit wir es haben. Das ist bestimmt ganz cool, wenn wir dann mit der Eule auch noch so einen Sturzflug machen können. So, dann will ich mal gerade nochmal schauen. Aber nee, rennen wir jetzt erstmal zurück ins Lager. Dann markiere ich mir das eben nochmal auf der Karte. So, und doch ein bisschen weiter ins Land dann reingezogen. Oder ich mache hier mal einfach eine kurze Schnellreise, oder? Ja, komm. Können wir uns mal eben erlauben. Kann ich euch mal kurz was erzählen. Denn wir können jetzt hier mit diesem schönen vier Hirschhauten auf jeden Fall diese schöne Hütte von der guten Lady da ausbauen. Und hier ist unser... Dann holt, kriegen wir immer neue Belohnungen auch zusammen und so. Oh, da habe ich mich mal wieder verbrannt. Geht los wie in guten alten Forest mit dem Gronkh hier, echt. So, ich glaube, jetzt müsste das klappen. Ja, aber wir brauchen nur zwei Hirschhäute übrigens. Egal, können wir immer noch gebrauchen. Heimwerker! Schön. Sylas Hütte. Mission für Sammlerfähigkeiten. Ach cool, jetzt haben wir echt noch viele. Jetzt hätten wir natürlich, jetzt hätte ich immer die Fähigkeiten aufheben können. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht gewesen. Da kann man hier nochmal einen Blick drauf werfen. Aber wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt und jetzt haben wir wieder neue Fähigkeiten freigeschaltet. Rohstoffe finden, Rohstoffentdeckung, Gelände aufdecken. Deckt weitere Aktivitäten und Missionen auf. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Komm. Ich glaube, das kann nicht schaden, oder? So, und jetzt können wir da drinnen vorne mit ihr reden. Mensch, schauen wir uns aber erstmal noch die Hütte an. Also das hat sich jetzt echt gelohnt. Der Ausbau des Dorfes. Hier sehen wir jetzt hier nochmal. Und überall wird hier zusammengezimmert. Hier kann man so noch Ziegenfell mitnehmen. Er freut sich schon. Er macht hier ein richtiges kleines Drumset. Partyalarm. Ey, mach ruhig weiter. Ich wollte gerade hier deinen coolen Beats lauschen, Alter. Was geht? Hä? Kann doch nicht so gut indogermanisch, Alter. So. Sieht cool aus. Muss man Fotos machen hier für schöne Bilder. Wisst ihr, für Thumbnails immer. Oh, jetzt setzt er sich hin. Nee, dann mag ich ihn nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Hier muss noch so ein Beutel rumliegen. Nordschwarzstein, alles klar. Naja, ich würde sagen... Das war's für diese Episode von Far Cry. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Genießen hier noch den Blick in der Abmod. Bis dahin. Da wäre auch schon die nächste Hütte gebaut. Mensch, das geht ja hier auf Schritt und Tritt bei Far Cry Primal. Richtig cool, muss ich sagen. Und ich freue mich, wenn wir jetzt in der nächsten Folge aber auch wieder richtige Missionen angehen können. Jetzt haben wir den die... Dinger ausgebaut, hätten natürlich da ein bisschen Hirschhäute mitgehen lassen können, schon von Anfang an. Zwei brauchten wir eigentlich nur. Wir haben jetzt fünf gesammelt, macht aber gar nichts, denn wir hatten ja jede Menge Spaß. Und ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es heißt Far Cry Primal. Bis morgen, oder vielleicht ist die letzte Folge auch schon wieder da, oder die nächste, oder die übernächste. Ich weiß ja nicht, wann du dieses Let's Play guckst. Schau doch mal einfach in der Playlist rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.